Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das Umstyling von dem Zimmer der Zwillinge aus der Lucky Legacy Challenge. Und ich lasse die beiden, glaube ich, gar nicht schlafen und spiele noch bis 2 Uhr, weil dann ist der Tag vorbei, dann kann ich hier diese ganzen Sachen noch verkaufen. Und je mehr Geld, desto besser. Da sie Vampire sind, brauchen sie ja sowieso keinen Schlaf. So, und jetzt ist auch schon gleich 2 Uhr, sehr schön. Können wir schon mal diese ganzen Pakete hier reintun. Ich meine, haben oder nicht haben. Es sind 400 Simoleons und dann verkaufen wir noch die Viecher hier. Ist auch nochmal ein bisschen Cash. So, und jetzt haben wir, denke ich, erstmal genug Geld. Ich hatte mir gedacht, dass wir kein Bankbett mehr haben, dass wir das hier verkaufen. So, das können wir noch behalten, würde ich sagen. Der kann weg. Dieses Spielzeug kann weg. Stifter, Alter, weiß ich jetzt nicht, ob ich den unbedingt noch brauche. Den Teppich können wir ruhig behalten und ja, ich verkaufe das mal. Die Bilder behalten wir und ich finde die Vorhänge auch ganz süß. Aber hier, das hier kann auf jeden Fall weg. Diese ganze Wanddeko. Also da sind die jetzt dann doch alt genug für, dass das weg kann. Dann mache ich mal kurz meine Cheats an hier. Move Objects on. So. Denn wir wollen natürlich, dass das Bett hier schön nah an der Wand steht, weil ich finde, da ist immer ein bisschen lost, dass das so weit weg steht. Ich würde ihm dasselbe Bett geben, nur eben auch mit so einem Grauswatch, wie es jetzt vorher auch der Fall war. In der Form standen deren Betten doch, als die Kleinkinder waren auch, oder? Ich würde gerne dasselbe Holz haben, aber ich glaube, das geht nicht. Das stresst mich innerlich schon wieder komplett. Es gibt dann, wenn dann immer nur in Farben, die ich ihm dann so nicht geben würde. Das ist blöd. Naja. Dann müssen wir wohl damit leben, dass das eine andere Farbe ist. Es ist schon in Ordnung so. Wir werden es überleben. Und ich würde auf jeden Fall gern eine neue Tapete haben. Kann ja wieder in so eine gelbliche Richtung gehen, aber soll halt auch nicht so weird aussehen. Das hier zum Beispiel, das sieht so richtig alt aus. I don't know, das ist halt ein bisschen lost, wenn die das hier neu streichen quasi, ne? Und das hier zum Beispiel ist ein bisschen übertrieben. Das hier ist halt ganz süß. Das ist halt auch nicht so into your face. Wir können ja erstmal versuchen, damit zu arbeiten. Dieses Kissen war bisher irgendwie gefühlt, glaube ich, immer bei ihrem Bett. Deswegen lassen wir das jetzt auch so. Ich finde auch gut, dass die beiden hier einfach in ihrer Schlafkleidung rumstehen. Ich bin ja dafür, dass die auf jeden Fall irgendwie einen Schreibtisch bekommen. Aber ich bin dafür, dass die halt so einen kleinen kriegen, damit die noch Platz für andere Sachen haben. Der Swatch kombiniert so ein bisschen beide Holztöne. Dann sieht das nicht mehr ganz so wild aus, finde ich. Und dann so einen coolen Stuhl dazu. Wegen Deko kümmern wir uns dann gleich drum. Ich würde jetzt erstmal gucken. Ich habe ja randomized, was denen gefallen könnte. Sie steht zum Beispiel auf Snowboarden. Da könnte man auf jeden Fall mit so Bildern und so arbeiten. Also, dass sie so Poster oder so davon hat. Müsste es ja ein Snowy Escape geben. Aber ich kann ja jetzt natürlich keine Snowboard-Piste dahin schmeißen. Und er mag Fitness und Stricken. Ja, ein Gym-Ding würde ich ihm da jetzt auch nicht unbedingt hinstellen. Aber da er stricken mag, könnte man ja so einen Strickkorb da hinstellen. Und das ist doch ganz süß. Ich meine, das muss sowieso ins Inventar, damit man das benutzen kann. Aber es ist trotzdem süß, wenn das hier steht. Ich bin ehrlich. Oh, das ist ein bisschen sehr groß. Aber wenn wir das kleiner machen, dann kann sie das auf jeden Fall haben. Hier, mit einem Snowboarder. Sehr cool. Wenn er stricken mag, ne, eigentlich könnte man dann ja so einen Korb ihm auch geben und dass er das ins Inventar nimmt. Damit er den hier nicht nehmen muss, damit er da stehen bleiben kann. Stimmt, wir haben jetzt ja so süße neue Pflänzchen, ne? Ich finde, dieses Pampasgras sieht immer sehr, sehr hübsch aus. Süße Pokale und so, aber das ist halt nicht so passend gerade, ne? So ein Notizblock finde ich realistisch. Oh mein Gott, hat sie nicht dieses Bestreben wunderbar schmutzig? Ja, okay. Wie witzig wäre es, wenn wir dann so einen Wäschehaufen auf den Boden legen, dass sie so ihre Sachen einfach dann dahin schmeißt. Ich find's ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich finde diese auch immer sehr süß. Ich finde es halt realistisch, dass die halt sowas als Stauraum benutzen. Jetzt würde ich halt noch gerne was an der Wand haben, weil die sonst so leer aussieht. So welche Taschen finde ich gar nicht so schlecht. Ich gebe hier wieder richtig unnötig Geld aus wahrscheinlich, aber egal. Ich will, dass es gut aussieht. Was auch damit? Also das ist eigentlich süß. So nach dem Motto, ja, er hat das halt so selber schon gestrickt oder so. Ich meine, wir wissen natürlich, dass es noch nicht passiert ist, aber ich finde halt, dass es dann zu ihm passt, ne? Es sind leider keine Fotos. Und das hier ist ein bisschen übertrieben. Ich nehme halt auch immer gern diesen Kalender. Ich weiß nicht, aber ich finde es einfach so süß, dass es generell halt so, dass dann Kalender einfach hängt. Das hier ist aber auch süß, wenn wir das hier so drüber hängen. Diese ganzen Swatches, oh mein Gott, so ein Gaming-Swatch, I love it. Kuhpflanzen. Das hier mit den Kätzchen finde ich süß.
Finde ich ehrlich gesagt realistisch, dass die sich auch sowas aufhängen würden. Und dann mache ich hier vielleicht nochmal so ein anderes Poster hin. Hier sowas vielleicht. Ich meine, das sind ja Teenager, ne? Die hängen schon mal Poster auf. Also ich finde es eigentlich ganz süß. Ich meine, obviously ist es nicht das krasseste Zimmer. Aber ich wollte jetzt auch nicht unendlich viel Geld ausgeben. Vielleicht finde ich das auch ganz süß, wenn halt nochmal auf dem Boden nochmal die Farbe aufgegriffen wird. Oh, und wir könnten für den Hund auch nochmal ein Bett hier reinlegen. Kann er hier unten auch mitschlafen. Ist doch auch süß. Guck mal, dann haben wir sogar ein bisschen Geld plus gemacht sogar, glaube ich. Ich glaube, wir waren davor bei irgendwie 1700 oder so. Das wäre ja cool, weil wir ja dabei sind, dass die beiden wieder Menschen werden. Und ich finde, das ist doch eigentlich ganz süß. Das ist nicht das krasseste jemals, aber ich finde, es hat auf jeden Fall Charakter. Und das ist immer so das Wichtigste für mich. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Bevor ich es vergesse, werde ich jetzt erstmal ihm das Bett zuweisen. Ach so, und dann, ich kann jetzt direkt auch sagen, dass er dann stricken soll. Süß. Sehr schön. Nein, ich mag das gerne. Ich bin jetzt zufrieden damit. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. In Action sehen wir das Ganze natürlich dann im nächsten Part von der Lucky Legacy Challenge. Und ja, ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!